crowd of flowers, shadows in the sun, from very high, a violet sky, end of the night, old man flying. Bestek Knives, Teil 2 der kleinen Vorstellung von Bestek Modellen, diesmal die Titanlinie. Ich hatte euch vor einiger Zeit ja schon einige Modelle der G10-Linie vorgestellt, hier mal stellvertretend das Bike, das im Grunde gar kein G10 hat, sondern ein Nylon-Griff, aber ein umwerfendes Modell ist. Ich packe euch mal die Infokarte zu der Vorstellung hier rein, bei Interesse könnt ihr da mal reinschauen. Aber da gab es natürlich auch Modelle mit G10-Griffbeschalung, hier das Krampus zum Beispiel. Ein sehr cooles Modell oder somit das aufregendste von Bestek, was sie so momentan am Start haben, das Modell Kendo. Da hat Bestek wirklich eine ganz schöne Ansage gemacht mit der Palette. Da sind sie ordentlich in den Markt reingestoßen, vorgestoßen und haben absolut überzeugt. Und auch die Titanlinie, da findet man nicht wirklich was zu meckern. Hier haben wir mal 5 Modelle, ist nur ein kleiner Auszug aus der Titanlinie. Da gibt es noch viel mehr Modelle. Ich werde mal versuchen dran zu denken, euch die Homepage zu verlinken von Bestek Knives. Da könnt ihr die Modelle mal auschecken. Und falls ihr generell Interesse an den Teilen habt und die beziehen wollt, dann Messer und Co., Link zum Bezug findet ihr in der Videobeschreibung. Dirk hat mir die Teile zum Befummeln mal rumgeschickt. Ich werde euch wie bei den G10-Modellen nichts über die Performance sagen, denn ich habe absolut nichts mit den Messern gearbeitet. Papierschnitttest habe ich gemacht. Bei allen war die Klinge wunderbar scharf. Aber ansonsten kann ich euch über die Performance nichts wirklich sagen. Auch nicht über Hotspots. Hier geht es wirklich, wie der Titel sagt, über einen kleinen Überblick in diesem Fall Titan-Reihe, ein paar Bestek-Titan-Modelle. Und was so mein Empfinden ist, plus ein paar technische Daten. Hier das Modell Shogun, Titanlinie, ein ungewöhnliches Modell, wie ich finde. Ich muss dazu auch sagen, optisch nicht wirklich meins. Ich mag ja Tantu-Klingen, aber das ist eine ganz ungewöhnliche Form. Fast schon die langgezogene Schnauze eines Hais, welches sich über den Meeresgrund im Wasser schiebt, auf der Suche. Ist nicht ganz so meins. Griff mir ein bisschen zu kantig. Ist durchaus ein cooles Teil. 3D, Titan, Pocket Clip. Auch da gefällt mir die Position nicht wirklich. Sitzt komisch. Deplatziert wäre übertrieben, aber spricht mich nicht wirklich an. Auch hier wieder wie bei den G10-Modellen, leider der Modellname mitten raufgedrückt in unschöner Schrift. Klingstahl ist der S35VN. Ansonsten haben wir wirklich so die Grundzutaten. Titan, mal abgesehen von den kleinen Modellen, da haben wir noch Carbon Fiber, aber auch die gibt es nur in komplett Titan. S35VN, pulvermetallurgischer Stahl verbaut, Keramikkugellager,
Alles das Übliche mit dabei. Ein Over-Travel Guard, Überdehnungsschutz halt, dass man den nicht überdehnen kann mit zu viel Kraft, wenn man mal etwas unachtsam ist. Steel Inlay, sind alle sauber eingestellt, keinerlei Spiel. Die Verarbeitung ist absolut top bei diesen Best-Tech-Modellen, absolut beeindruckend. Hier haben wir noch einen Titan-gebläuten Backspacer, der sieht toll aus, das gefällt mir richtig gut. Und die Verarbeitung, die gefällt mir auch sehr gut bei diesem Modell. Wir haben 21,5 cm Gesamtlänge, 9 cm Klingenlänge, davon auch 9 cm effektiv scharf, also viel, viel zum Schneiden. Stabile Klinge von 3,8 mm mit einem kleinen, ineffektiven Jimping. Material hinter der Phase, bei dieser mattierten Klinge sind 0,57 mm gewesen und 130 Gramm wiegt das Teil. Jo, das ist alles okay, vom Gewicht völlig okay. Preislich sind wir hier natürlich in einer ganz anderen Liga als bei den G10-Modellen. Hier legt man 65 Euro für hin und hierfür werden 220 Euro fällig. Also das ist anständig Geld. Da lässt sich Bestech Knives die gebotene Qualität wahrlich gut auch bezahlen. Aber die sind durchaus allesamt sehr beeindruckend, diese Modelle. Genauso wie das Modell Emperor. Das gibt es ja schon eine ganze Ecke am Markt. Gibt es auch sehr viele Videos zu. Müsst ihr bei Interesse einfach mal den Namen Emperor eingeben. Hier bei YouTube gibt es viele Videos, auch eine sehr matte Klinge. Mir hat das in den Videos immer nur so solala gefallen. Jetzt in der Hand gefällt es mir ein bisschen besser, wobei ich immer noch da bin, dass ich sagen würde, ich würde es mir nicht kaufen. Mir gefällt dieser goldfarbene Clip sehr gut. Das ist ein richtig schicker Clip. Der macht optisch was her. Dieser künstlerische Durchbruch, der gefällt mir auch sehr gut. Dieses Messer kommt sowohl sehr solide wie elegant und edel daher. Nur trotzdem springt der Funke nicht ganz über, aber rein qualitativ absolut überzeugend. Sehr, sehr langes Messer mit 21,5 cm, 9,2 cm Klingenlänge, davon 8,5 effektiv scharf, sauberer Anschliff. Wir haben eine Klingenstärke von 3,8 mm mit einem besser greifenden Jimping als beim Shogun. Das ist durchaus tauglich. Ganz, ganz sauber alles. Gefinisht, gearbeitet. Im gleichen Ton, in diesem goldenen Ton gehaltener Titan Backspacer. Die Unterlage hier, wie das so durchschimmert. Das ist schon alles richtig, richtig toll gemacht. Ich finde absolut, absolut gefällig. Hier nochmal so ein kleiner Ring. Wir haben Schlitzschrauben, finde ich eigentlich ganz gut. Lassen sich mit einer Münze gut verstellen. Und auch hier der S35VN, 135 Gramm Gewicht. Und der Flachschliff läuft nicht mehr ganz so schneidfreudig wie bei den G10-Modellen aus. Oder hier beim Shogun, da waren es 0,57 mm. Hier habe ich 0,64. Das ist also schon durchaus stabil. Da würde ich mir weniger wünschen. Lässt sich aber butterweich entriegeln. Hat eine gute Flipper-Action. Kostet ordentlich was, 235 Euro, kommt aber wirklich sehr wertig, edel und stabil daher. Auch wenn ich es mir nicht holen würde, das ist schon ein besonderes Modell. Sowas sieht man nicht alle Tage, absolut gefällig. Ja, und wo mache ich jetzt weiter? Jetzt wird's schwer. Ich habe hier zwei kleine Modelle, nämlich das Imp und das Goblin. Hier das Modell Imp. Schon eine coole Klinge, schöne Grindlines, macht mich sehr an. Stonewash auf den Flats, auf den flachen Ebenen. Die Swatch ist super, super insektenangriffsmäßig. Schöner, cooler Stachel. Und dann dieses plumpe Imp, sehr, sehr nervig. Hoppla. Ich denke, Bestech Knives hat mit diesen zwei Modellen, mit dem Goblin und dem Imp, zwei tolle, tolle, stylische Boxcutter rausgebracht. Und wäre dieses Design, käme das von Zero Tolerance, von Spyderco, von Benchmade auf den Markt, dann wären das, glaube ich, absolute Überflieger gewesen. Auch so erfreuen sich diese Teile, die auch alle limitiert sind. Wir haben hinten auf dem Titan Backspacer
die Limitierung noch gemarkt, schön dezent. Ich glaube, auf 100 Stück sind die limitiert. Erfreuen sich jetzt schon großer Beliebtheit. Trotzdem, von einer noch renommierteren Marke wären das die absoluten Kracher. Ist natürlich in der Arbeit limitiert, was du mit den Teilen machen kannst. Wobei das Goblin, zeige ich euch gleich noch, hat eine etwas längere Klinge. Aber ansonsten vom Grundgerüst des Griffes sind die beiden sich absolut ähnlich. Da nehmen die sich nichts. Titan Backspacer, Titan Griffschalen mit wunderschöner Carbon Fiber Einlage. Ganz toll angebracht. Grooves im Carbon Fiber. Grooves im Titan, Schlitzschraube. 3D Titan Clip, mittig gearbeitet, effektive Rampe, nicht zu effektiv, aber schon effektiv. Ihr seht schon, der Flipper, nicht der beste. Da muss man wirklich richtig Druck aufbauen. Vielleicht hier einfach vom Kugellager nicht sauber genug eingestellt. Aber ich muss schon ein bisschen Druck aufbauen, damit die gut rausfliegt, die Klinge. Und dann hat man diesen kleinen, stylischen Boxcutter, diese Klinge. Sehr, sehr cool. Wir haben, ich glaube, beim Imp 70 Gramm nur. Ist halt wirklich ein kompaktes Messer mit 13 cm Gesamtlänge, 4 cm in etwa die Klinge. 3,2 mm stabil, aber mit 0,51 mm Material hinter der Phase. Stabil genug, aber auch schneidfreudig genug für einen Boxcutter. Absolut gefällig. Preislich liegen die Teile, ich glaube, bei um die 200 Euro. Ich denke, trotz des hohen Preises werden sich die Teile richtig, richtig gut verkaufen. Ich glaube einfach, das Design spricht ungemein viele Leute an. Ich finde es auch ziemlich cool. Und verbaut haben wir den S35VN. Und hier das Imp mal im Vergleich. Wirklich gleicher Griffkorpus. Du könntest die Klinge einfach tauschen, gar kein Problem. Auch hier die Limitierung beim Goblin auf 100 Stück. Auch hier die gleiche saubere Verarbeitung. Hier funktioniert der Flipper viel besser. Detent sehr, sehr stark. Brauchst ein bisschen Druck, um den aufzubauen, aber dann fliegt die Klinge raus. Das funktioniert einfach beim Goblin ein bisschen besser. Und wäre wohl mein Favorit, einfach weil die Klinge ein ganz klein bisschen länger ist. Hier haben wir eine Gesamtlänge von ungefähr 14,3 bis 14,5 cm. Klingenlänge fast 5 cm mit der effektiven Schneide. Material wie beim anderen 0,51 mm hinter der Phase. Also auch hier schneidfreudig. Aggressives Äußeres, aber sehr, sehr stylisch. Auch hier die schönen glitzernden Carbon Fiber Einlagen. Ganz, ganz sauber eingestellt, die Modelle. Titan Framelock, keinerlei Spiel. Blitz, blitz, sauber. Da liefert Bestech einfach ab. Absolut überzeugend. Wie gesagt, ich meine 200 Euro. Choil haben wir noch, um vorne zu greifen. Gute Ergonomie. Und hier kannst du wirklich ein bisschen was mit arbeiten. Kannst ein bisschen mit schneiden, schaben, schnitzen. Deshalb ist das Goblin mein Favorit. Aber beim Imp, gerade weil es so ungewöhnlich besonders ist, wird es, denke ich mal, ebenso viele, viele Fans geben. Jo, abgefahrenes Teil. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback zu bekomme, wie euch die Teile so gefallen. Vom Gewicht haben wir hier, glaube ich, ungefähr 10 Gramm mehr. Sind es, glaube ich, 80 Gramm beim Goblin zum Imp. Abgefahrene Teile. Und für mich am abgefahrensten ist das Modell Dolphin, das letzte, was ich euch jetzt zeige. Und das Dolphin ist soweit bisher für mich das absolute Highlight. Ihr habt da vielleicht schon einige Videos zugesehen zum Dolphin aus der Titanlinie. Pass-Around-Messer, das bei Miro rumging. Da gab es eine etwas andere Version. Hier haben wir eine anders gestaltete Klinge. Die gefällt mir ehrlich gesagt noch besser. Ein leichter, minimaler Recurve am Ende. Der Anschliff ist nicht ganz sauber. Vielleicht seht ihr das schon. Dass hier in der Mitte der Anschliff breiter ausläuft. Da wurde also rumgemurkst. Das Teil ist sauscharf, gleitet nur so durchs Papier. Dennoch sei das bei diesem Preis, denn dieses Messer, ich meine, das liegt so bei 240 Euro, 240, 250, da muss man das erwähnen können. Also da hätten sie sauberer arbeiten müssen. Ist nicht bei jedem Modell so,
bei den Dolphin, der andere Anschlüpfer, besser, wie ich mitbekommen habe. Hier sei es aber erwähnt. Dennoch punktet das Teil durch die Gesamtlinie definitiv. Ich finde, dieses Messer braucht sich vom Design nicht hinter einem Umnumsan zu verstecken, nicht hinter einem Chirogorov zu verstecken. Im Gegenteil, eigentlich finde ich es aufregender. Und auch das Megalodon. Das ist natürlich alles definitiv immer Geschmackssache, aber herrliche Linien, auch die Linien hier, die Grindlines auf der Klinge, das liebe ich ja. Für manche ist das nicht sauber genug verarbeitet, das ist aber ganz klar ein Stilmittel von Firmen, die können das noch viel feiner ausschleifen. Ich liebe das, wenn das so aussieht. Dann satiniert auf den Flats. Sehr, sehr stabile Klinge, behält die Stabilität weit an. Wir haben 3,7 mm. Läuft dann erst einigermaßen fein aus. Also durchaus wirklich stabil, überhaupt stabil gehalten. Und trotzdem mit 0,54 mm Material hinter der Phase bei diesem Modell. Absolut schneidfreudig noch gehalten. Ganz, ganz stark. Verschiedene Ebenen, eingefräste Ebenen, tolle Maschinenarbeit, tolles Lanyard-Loch hier, angefasst, überall von der Form außergewöhnlich. Blauer, ganz, ganz fein gestalteter Titan-Clip, Titan-Backspacer und Überdehnungsschutz, Steel-Inlay. Keramikkugellager, absolut mittiger Stand und sensationelle Action. Bei dem Modell passt einfach alles. Ich kann da nichts Schlechtes benennen bei diesem Teil. Hat mich sehr abgeholt. Ob es jetzt die Grundlinie an sich ist, die ich wirklich wunderschön finde. Die Wertigkeit, die geilen Grindlines, die Top-Verarbeitung, die anmutige Klinge, die Top-Action, dann halt Stabilität und Schneidfreudigkeit in der Klinge vereint. All das finde ich schon genial. Handlage bei mir sehr gut, aber durch die zwei Schwünge muss das passen. Also das kann bei manchen Händen auch ganz, ganz doof wirken. Das sei mal erwähnt. Da sollte man drauf achten. Schlitzschraube, blauer Kranz, Ring drum. Geiles Teil. Eins der schönsten China-Modelle, welches ich kenne und in der Hand hatte. Jo, das war's dann auch. Mein Überblick über Bestech Knives. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ein paar von euch hatten Interesse dran. Wie gesagt, Bezug, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann war's das auch von mir. Und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.